Willst du nochmal fragen? You were speaking before how this kind of music can build people's fineness of perception to use in next culture for multidimensional perceiving fineness. How does it, can you talk about that? Ja, es ist schwierig, darüber zu sprechen. Es ist, ich kann mich selbst beobachten. Ich habe das ja beschrieben, diese Situation, ich führe etwas vor und bin dann in so eine Feinheit eingetaucht, dass ich dann Mühe habe, in diese in den Alltagsspace zurückzukommen. Es ist wie so eine Unendlichkeitskurve. Es wird immer feiner. Wenn man sich wirklich einlässt, wird es immer feiner. Und ich frage, was ich mir gerade kam als Gedanke war, es braucht irgendwie etwas, wenn ich diese Feinheit, diesen Weg der Verfeinerung gehe, es braucht etwas, was erdet, was wie als Gegengewicht funktioniert, dass man das überhaupt aushalten kann. Und für mich zum Beispiel ist das das Handwerk. Das ist, also dass ich angefangen habe, Instrumente zu bauen, das war die reine Medizin für mich. Und das zusammen ist eine wunderschöne Ergänzung. Ich habe das Gefühl, wenn man Menschen führt oder hinführt in diese Verfeinerung, es braucht irgendwie etwas. Ja, zum Beispiel Grounding Core, diese Elemente, die du auch nimmst, wie Center, Grounding Core, das Ei. Aber ich kann schwer was dazu sagen. Es ist wie, das muss man erfahren. Das muss man erfahren und ich möchte es erfahren. Ich merke die, ja, es entsteht eine größere Liebesfähigkeit, es entsteht eine größere Authentizität durch diese Verfeinerung, sowas. Can you show us that with this other instrument that you just built? This one? Vielleicht ganz interessant, ich habe zwei Bögen hier. Der eine Bogen sieht so aus, da sind die Haare recht straff und hier sind sie ganz lommelig. Und das ist wie so der Einstiegsbogen. Das heißt, ich kann ihn einfach so benutzen. Und diesen hier, den muss ich straffen oder ich kann ihn straffen. Ich kann verschiedene Spannungen erzeugen und kann dadurch auch verschiedene Tonqualitäten erzeugen. Ich kann zum Beispiel einfach das Haar. Hier rüberführen und habe einen ganz, ganz feinen Ton. Oder ich kann es straffen und habe. Kann lauter spielen, kräftiger spielen, schneller im Ansatz sein und so weiter. Warum habe ich das jetzt gesagt? Genau. Dieser hier, da kannst du schöne Töne erzeugen. Aber wenn du anfängst, wirklich in die feinere Modulation von Tönen zu gehen, dann ist der einfach ganz toll, weil du viel mehr Qualitäten erzeugen kannst. Beantwortet das deine Frage ein bisschen? Can you play us a little tune? Little improvisation, you mean?
Ich glaube, das habe ich gerade gemacht. Noch mehr? Ich kann vielleicht noch mal Charlie Moore spielen. Mir ist gerade was eingefallen, was ich hier. Es ist fast schon, weiß nicht, ein Markenzeichen von mir geworden, aber ihr wisst, was eine Quint ist. Quint ist das erste Intervall. Das nächst harmonische Intervall nach der Oktave. Und für mich ist die Quint wie das Tor. Das Tor, durch das ich gehe, um diesen Raum einzutauchen. Das könnte ich stundenlang spielen. Ich könnte das stundenlang spielen. Und dann kommt die Quart, die eigentlich nur eine Umkehrung ist von der Quint. Und da hat man wie eine, das ist wie so ein Raum. Und wenn ich mit Menschen improvisiere, sage ich, mach doch mal das. Das mache ich auch mit Stefanie. Das ist eine wunderbare Begleitung. Dazu kann alles passieren. Ich spiele euch nochmal eine nächste Kultur. Improvisation auf der Chalumeau. In meiner Abstinenzphase, in meiner Sound-Konserven-Abstinenzphase, ist es mir manchmal so gegangen, ich habe so etwas gespielt für ein, zwei Minuten und dann hatte ich dieses Stück stundenlang den ganzen Tag im Ohr.
dann war ich begleitet von diesem Stück, dann brauchte ich nichts mehr. Der Container war voll. Das ist unglaublich. Und wenn ich manchmal beobachte, wie Menschen sich voll dröhnen mit Musik, ist es unglaublich. Wo geht das hin? Es geht eben nirgendwo hin. Passiert nichts damit. Es macht zu. Und ich würde nicht unbedingt sagen, dass die nächste Kultur so aussehen muss, dass es so extrem sein muss, aber die Menschen fragen mich immer, wie viele Stunden am Tag übst du? Sag ich dir. Ich übe nicht. Ich spiele. Ich spiele. Und ich habe wirklich, deswegen habe ich oft gedacht, ich bin kein Musiker, weil ich habe zwar Gitarrenunterricht gehabt und ich habe klassisch gelernt und Jazz und so, aber irgendwann habe ich aufgehört zu üben. Weil Improvisation hat zwar was mit Üben zu tun, aber nicht damit, dass man Fingerübungen macht oder dass man Atemübungen macht oder dass man immer wieder die gleichen Stücke spielt, sondern es hat damit zu tun, immer wieder durch dieses Tor zu gehen und das möglichst präzise zu tun und das zu wissen, wie komme ich dahin. So, oder eine ganz bestimmte Haltung zu haben. Genau. Danke. Danke. Danke.